Ich bin Physiotherapeut und selbstständiger Unternehmer mit meinem Geschäftspartner Herrn Michael Pless zusammen. Wir betreiben seit 16 Jahren ein Gesundheitszentrum zusammen und haben in den letzten Jahren ein eigenes Rückenkonzept entwickelt, da wir einfach festgestellt haben, dass das Thema Rücken doch das Hauptanliegen unserer Gesellschaft ist. Wir sind gemeinsam Geschäftsführer, wir sind auch beide noch, oder ich bin auch noch als Therapeut und auch als sektoraler Heilpraktiker an zwei Tagen am Patienten tätig. Mein Part in der Firma war die Entwicklung des Konzeptes, weil unser Anliegen war, so vielen Menschen wie eben möglich zu helfen. Und unser Konzept richtet sich an weitere Gesundheitszentren, an Therapeuten, an Sportwissenschaftler, die mit unserem Konzept, mit dem PH Rücken Plus Konzept arbeiten möchten. Das ist ein Drei-Stufen-Konzept, was wir damals entwickelt haben. Beginnt in der Stufe 1, in der akuten Phase. Da werden auch mal Heilmittelverordnung, Krankengymnastik, manuelle Therapie, Massagen, alle diese Dinge, die man kennt. Die zweite Stufe ist dann schon mal eine Betreuung im 1:3-Verhältnis, wo ganz spezifisch im Grunde genommen das Thema Muskulatur aufgegriffen wird. Und die dritte Stufe in diesem Konzept ist dann die reine Selbstzahlerleistung. Das ist das, was unsere Kunden ihren Mitgliedern weiter in Form von Abo-Verträgen dann auch weitermachen. Für mich war immer das Thema Rücken schon seit 28 Jahren mein Hauptanliegen. Habe mich dann weitergebildet über die sektorale Heilpraktik nochmal, aber weiterhin gehen dann auch Marketing-Schulung, Management-Schulung, um das Konzept dann auch dementsprechend, wie es heute dasteht, in die Wege zu leiten. Unser Konzept ist einmalig in Deutschland. Es gibt für Therapeuten und Gesundheitseinrichtungen kein Konzept, was in diese Richtung arbeitet. Wir haben sehr großen Wert darauf gelegt, aus der Praxis zu kommen, dass wirklich auch viele Praxisinhalte mitvermittelt werden können, aber auch eben marketingtechnische Schulungen, verkaufstechnische Schulungen, dass der Therapeut und die Gesundheitseinrichtung sich einfach in der heutigen Zeit sich am Markt behaupten können. Meine Vision ist ganz klar, Lebensqualität schaffen und das bei so vielen Menschen wie möglich.